Hey ja, meine Lieben, heute mache ich mir zwei Puten unter Keulen im Römertopf. Topf, nicht Topf, sondern Römertopf. Ja, und das Ganze ist reine Experimentierküche für mich persönlich wieder. In der Gefriertruhe habe ich jetzt noch eine Gemüsemischung gefunden. Ursprünglich wollte ich einen Rosenkohl mit reinhauen. Ja, jetzt habe ich was anderes gefunden. Was ich alles habe, was man da alles oder was ich da alles mit reinhau, drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Schau mal rüber, da liegt schon alles. Und laber und laber und die Kamera nimmt nicht auf. Meine Fresse, Mann. Okay, nochmal. Hier hatte ich gerade Zwiebeln drin. Die habe ich hier in die ins Unterteil vom Römertopf schon rein. Oberteil ist im Wasserbad. Salz, Pfeffer, Paprika. Oder andersrum. Salz, Pfeffer, Paprika. Da haben wir es. So haben wir es. Zwei Puten Unterkeulen. Dann habe ich Pfifferlinge ganz. Dann habe ich hier eine gelbe Gemüsemischung im Gefrierschrank gefunden. Leckere Gemüsemischung aus Steckrüben, Karotten, Paprika, Mais und Kichererbsen. Da kommt auch eine Ladung mit rein. Und dann habe ich noch meine Drillinge, die was letztes Jahr übrig gewesen sind. Und die tun wir jetzt im Ganzen rein oder halbieren. Ich glaube, die schneide ich noch einmal halbieren und dann schmeiße ich die auch bloß unten in den Topf mit rein. So. Dann tun wir ein paar von den Pfifferlingen hier einfach mit drüber. Wollen wir heute noch geizen. Ursprünglich wollte ich einen Rosenkohl nehmen. Aber das hat sich auch irgendwie verschlagen, nachdem ich die Mischung hier gefunden habe. So, das reicht schon. Ja, die Keulen müssen ja auch noch irgendwie rein. Die tun wir jetzt noch schnell salzen und pfeffern. Und mit Paprika bestreuen. Dazu nehme ich mir schnell eine Form. Dann wird es nicht ganz so böse mit der Sauerei hier. Jetzt hoffe ich, dass hier noch ein bisschen was rauskommt. Jawohl. Na komm schon. Oh, regt mich das da auf. Jetzt sind ja die Löcher noch kleiner. Ja, ich will ordentlich Paprika dran haben. Richtig ordentlich. So, dann kann man die hier oben platzieren. Dann hoffen wir, dass nachher der Deckel überhaupt noch zugeht. Dann nehmen wir uns den Geflügel vor. Also ich habe ein Rezept habe ich gefunden mit einer Pute. Da haben sie den Geflügel vor mit Sahne gemischt. Aber ich will jetzt natürlich jetzt nicht stundenlang die Sahne da drin lassen.
Da machen wir uns hinterher dann noch ein Sößchen. Da gießen wir dann die Brühe nämlich ab und tun die dann im Topf eindicken. So, oder ne? Ein Deckel drauf und ab in den Ofen. Das wird heute wieder ein spätes Essen. Den stelle ich hier jetzt einfach rein auf Ober-Unterhitze. Und auf, was machen wir, 160 Grad. Jo. Und so lassen wir den jetzt mal drin. 19.23 Uhr. 19.23 Uhr haben wir, dass ihr das auch seht. Hier 19.23. 60. 8. Ja, bis circa 9. Das wird heute wirklich spät. So Leute, 20.35, also circa eine Stunde später, 60 Minuten. Ich will jetzt da einfach mal reingucken und dann mal nach der KT schauen. Einfach rein Interesse halber. Riechen tut es ja schon mal ganz, ganz, ganz gut. Die Soße hat sich schon gebildet. Aber 50 Grad. Ja, sieht gut aus. Tun wir den Deckel wieder drauf. Und lassen wir es weiterhin drin. Noch mindestens eine halbe Stunde. Und dann schauen wir weiter. Jetzt gucken wir nämlich noch mal rein. Jetzt haben wir es nämlich 5 Minuten nach 9. Riecht mal richtig lecker. Schauen wir mal, was die KT macht. Mittlerweile bei 60. Was? Fast 70. Ja, da haben wir mehr. Tja, Leute. Dann würde ich mal sagen, schütte ich mir die Brühe ab und dann stellen wir es einfach wieder rein. Jawohl, so mache ich das jetzt. So, die Soße ist abgegossen, da ziehe ich mir jetzt dann gleich ein Sößchen. Dann kommt es hier wieder rein, wird zugemacht und ich schalte es jetzt auf Oberhitze Grillfunktion und drehe ein klein wenig hoch. Tja, und dann etwas höher die Cam und dann schauen wir, wie ich probiere, mir ein Sößchen zu basteln. So, dass ich ja nicht unbedingt der Soßenexperte bin, ist bekannt. Aber ich gebe jetzt mal mein Bestes. Irgendwo habe ich nämlich noch eine Lahne gehabt. Ich erstmal die Brühe hier. Oh yeah. Was mache ich denn da? Ich bescheiß jetzt einfach. Ich nehme ein klein bisschen was von dem Pülverchen hier. Also nur 2 Löffelspitzen. Und kippen einfach die Sahne dazu. Und
verbinde das Ganze dann am besten mit Mehl oder mit einer Mehlschwitze ab. Einen Soßenbinder habe ich ja, glaube ich, keinen. Okay, Soßenbinder habe ich keinen. Obwohl, ich warte, bis es aufköchelt und tut da dann einfach ein bisschen Mehl reinstreuen. Das sollte ja auch funktionieren. Leute, keine Panik, ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue im Moment. Also mir schmeckt sie. Mir schmeckt die sogar richtig lecker. Jetzt lasse ich trotzdem erst einmal aufköcheln und guck, wie die Konsistenz dann ist. Ob ich noch ein bisschen Mehl reinhau oder nicht. Aber ihr seht die Soße ja nachher dann noch. Also ich hau maximal noch ein bisschen Mehl rein zum Andicken und mehr mache ich an der Soße gar nicht mehr. So, jetzt nehme ich einfach ein bisschen was von der Soße und pinsel die da noch drüber. Aber ich denke, das wird richtig geil. So. Ja, ein paar Minütchen lassen wir schon noch drin. Was haben wir gerade? Tee? Immer noch zu wenig, definitiv 80. 81. 79. 78. Wird schon noch. Ich esse ja gerne etwas später. Mann, wenn ich jetzt nicht bald essen, boah, kommt da Hitze raus. Boah, wenn ich jetzt nicht bald essen kann, Leute, dann habe ich den Hunger übergangen. Hinten hat er auf alle Fälle mehr Temperatur als vorne. Unterseite ist natürlich noch ein bisschen blass. Dann knuspern wir die auch noch ein klein bisschen auf. Und das mit der Soße hat ja recht gut funktioniert. Ich mache mir bloß Sorgen um mein Gemüse da unten drin. Ich glaube, das wird es überleben. So, noch ein paar Minuten und dann ist es aber wirklich gut. Ich sterbe vor Hunger. Freunde, jetzt ist es soweit. Endlich gibt es Essen. Um 21.50 Uhr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh geil. Tja, was tut man nicht alles für ein leckeres Essen? Hier. Wollte ich schon lange, sehr, sehr lange mal machen, so eine Putenkeule. Jetzt habe ich es ja endlich geschafft. Kartoffeln und Gemüse. Und
Tier habe ich jetzt definitiv morgen, übermorgen, ja morgen, morgen definitiv noch was zum Essen. Hoho. Süßchen drauf. So, den Rest brauche ich für die andere Mahlzeit morgen. Schneide ich mir hier jetzt eine Ecke weg. Da sehe ich schon, was hier jemand mal gemeint hat mit dem Sehnigen. Irgendjemand hat mal gesagt, in den Putenkeulen sind so Sehnen drin. Stimmt. Aber jetzt ab in den Hals mit dem ersten Stück. Oh, ja, 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 da ist es, da ist es. Hm. Dass ich mal Soße dazu gemacht habe. Dann werde ich jetzt gemütlich essen. Dann noch ein bisschen zusammenräumen und dann begebe ich mich zur Ruhe. Tja Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Einfach schnell, langsam, lange, spät, ja, was Leckeres zum Essen gemacht. Leute, mir hat es wieder Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch mit dem Zuschauen und ich würde mal sagen, wir sehen uns. Tschaikowski, Däumchen nach oben nicht vergessen, nettes Kommentar, Abo und ja, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. So, meine Lieben, jetzt muss ich kurz noch einen Nachtrag sprechen. Also das Gemüse und das Sößchen, wirklich köstlich, hervorragend, genial. Das Fleisch an und für sich von der Putenkeule auch lecker, aber ich werde nie wieder Putenkeulen machen, weil sowas von sehnig, von Sehnen durchzogen, das ist furchtbar, das ist ein Gemansche, das zu essen, nein. Nie wieder Puten unterkeulen, auch wenn es lecker ist. Aber das ist mir der Aufwand nicht wert, dass ich hinterher beim Essen so eine Gemansche habe. Tja, das wollte ich bloß noch sagen. Es ist ja unten im Videotitel, im Videotext in der Infobox habe ich ja auch was reingeschrieben. Oder werde ich was reinschreiben. Und ja, ihr wisst Bescheid. Aber der Rest richtig geil und lecker. Ja, dann werde ich morgen, wenn die Putenkeule kalt ist, mir die vorher schon etwas klein machen, die Sehnen schon rausschnibbeln und ja, so dann essen mit dem Gemüse, schnell in die Mikrowelle rein und fertig. Okay, Leute, jetzt aber endgültig, ich wünsche euch was, Tschaikowski.